Yippie, yo! Willkommen zurück zu Dead Space auf der wunderschönen USG Ishimura. Und falls das jetzt etwas ein klein wenig, was für eine tolle Grammatik, und falls das jetzt hier ein wenig anders aussieht als im letzten Video, muss ich eben ein paar Minuten eures Lebens rauben. Sendet sie bitte an folgende Adresse, damit ich länger lebe. Nein. Ich habe jetzt für 3, 4 Minuten was zu sagen, also wenn es euch nicht interessiert, dann spult vor. Denn ich höre selbst auch nicht so gerne, wenn jemand davon berichtet. Auf jeden Fall möchte ich davon berichten, dass ich eigentlich schon eine Stunde lang gespielt habe. Hier Dead Space meine ich natürlich. Die Sache ist jetzt bloß die, ich habe es ja bereits meinen letzten Aktivitäten vor ein paar Wochen geschrieben. Oder vor ein paar Tagen, spielt auch keine große Rolle. Auf jeden Fall habe ich es geschrieben. Die Aufnahmen sind nichts geworden. Das Video hat nicht aufgenommen. Tada! Das heißt, ich muss jetzt nochmal eine Stunde spielen. Außerdem habe ich vorgestern, versucht nochmal Dead Space aufzunehmen. Aber ging gar nicht. Oh, eine Durchsage. Also es ging gar nicht. Mir haben meine eigenen Kommentare nicht gefallen. Es war furchtbar. Und deswegen, ich muss jetzt nochmal spielen. Also quasi 1,5 Stunden umsonst gespielt. Es könnte sein, dass ich in den nächsten Spielminuten, Spielmomenten nicht sonderlich überrascht sein werde. So, das hat jetzt gerade mal 1,5 Minuten gedauert, also hoffentlich habt ihr nicht zu weit vorgespult. Auf jeden Fall, ich könnte die Zeit noch ein bisschen expandieren lassen. Und zwar, um wieder das gleiche Gefühl wie in der ersten Stunde aufkommen zu lassen, in der ich gespielt habe ich mir hier wieder ein Bierchen hingestellt. Und ich werde es auch wissentlich benutzen. Denn dadurch sind die Let's Plays richtig gut geworden. Das bedeutet nicht, dass, falls ihr Let's Plays macht, dass ihr auch trinken sollt. Nein, nein. Außer natürlich, wenn ihr erwachsen seid, meinetwegen. Aber, naja. Die Jugend sollte lieber nicht so viel trinken. Auf jeden Fall bewegen wir uns nun weiter fort in der Geschichte von Dead Space. Und ich werde ab und zu mal was trinken. Ja, tatsächlich. Zum Beispiel hier im Fahrstuhl, denn da passiert gar nichts. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen. Ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Ach du Scheiße. Eventuell hören mir ja haufenweise Leute zu. Knapp 1500 Leute hören mich ab. Das ist die ungefähre Zahl meiner Abonnenten, ganz grob. Aber die Abonnentenzahl ist mir egal. Warum erwähne ich das immer noch zusätzlich? Weil ich es will. So, jetzt kam. Oh, es hackt ein bisschen. Sollte nicht. Ah! Ein Gatekeeper. Ich glaube, die hießen so. Und jetzt. Was zum. Der ist doch schön explodiert. Und ihr Name macht ja auch Sinn, denn sie beschützen Tore die meiste Zeit. Doch in der Nacht streifen sie sich ein Cape über. Ist ein bisschen laut. Oh, da ist ja noch einer. Streifen sich ein Cape über. Und bekämpfen das Böse. Das Böse! So, da ist noch ein Gatekeeper. Und ihr seht, der Name macht tatsächlich Sinn. Denn da ist ein. Naja, Tor. Ach, das treffe ich nicht. Scharfschützenmonster. Tot? Jetzt aber. Bums. So widerlich. So. Ach. Oh, hier sind noch welche. Zang. Bums. Au. Bums. Boah, so viel Munition an den Dingern. Oh, was, er lebt noch? Ja, ist immer noch laut. Ich mach mich noch ein bisschen leiser. So, jetzt wieder ein bisschen leiser. So viel Munitionsverbrauch. Die Kleinen lassen nicht mal was fallen, nur die Großen. Und wahrscheinlich nicht mal irgendwas Dolles. Oh, tollen Stasepack. Nein, danke. Oh, bitte. Na gut, dann werde ich sie verkaufen. Heilung, Heilung. Die Große. Ich nehme immer die Große, denn ich bin ein Mann.
So. Tot! Keine Sorge, mein Junge! Wer hat da geschrien? Schiff, bist du es? Alter, der Gegner-Typ! Oh oh. Au. Munition ist alle. Flansch! Oh yeah. Das Geile an diesem Gegnertyp ist, er besteht aus mehreren Segmenten. Warum ist er nicht explodiert? Haben wir die Kugel aufgefressen? Ach, nein, der ist schon explodiert. Das liegt an den Einstellungen. Ich habe im Offplay ein bisschen an den Grafikeinstellungen gearbeitet. Gefeilt, gebastelt. Ich muss so eben mein Timer woanders hinstellen, sonst sehe ich den nicht. Was aktivieren wir denn wieder? Ach, wir aktivieren einfach alles wieder. Blumen lassen wir aus. Ich mag Blumen nicht. Annehmen. Okay, weiter. Gleich wird alles viel toller aussehen. Yay, kein Unterschied. Ja, oh, verdammt. Nein, Headcrab, Legcrab, alles Mögliche. Ach, verdammt nochmal. Zu deiner Mutter. Was ist das? Nerviges Gesocks. Was haben wir so, ne? Ich hab was vergessen. Nee, die andere Richtung. Da gab's nämlich noch. Oh, Halbleiter Rubin. Schränke an der Wand. Nick. Die möchte ich mitnehmen. Ja, die ganzen Schränke. Für mein eigenes Isaac-Zimmer. Ich bin Inneneinrichter. Ja. Warum spreche ich wie ein alter Mann? So, hier haben wir noch ein paar. Juhu! Was ist das? Plasma. Mehr Plasma. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder die alten Sprüche bringe, wie in der Stunde, in der ich mal, naja, Let's Play gemacht habe. Ist ganz gefährlich, das glaubt man gar nicht. So, ich fülle mal ein auf und dann noch ein. Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, wir spielen Inneneinrichter. Ja, so, hier ist der Meerschweinkäfig. So, stell ich. Nein, der hält so nicht. Den stell ich hier hin. So, dann brauche ich noch ein. Oh, hier, ein Meerschwein. Oh, das hat so nicht ganz funktioniert. Aber man kann sich denken, was am Ende herauskommen soll. So, ein schönes Tischchen. Ja, Tischchen kommt hier hin. Das sieht doch gut aus. Oh, das Bein. Das können wir an die Seite legen. Leider gibt es hier keinen Kühlschrank, sonst würde ich ihn reinlegen. Und da, ja, da kann man seine Waffen drin aufbewahren. So, das sieht doch schon wieder ganz ordentlich aus. Ja, ich baue die Ishimura wieder auf. Ja. Und als ob nichts gewesen wäre. Nein, nicht du. Ah, wieso? Du hier. Nein, nicht du weg. Du da. Du. Ach, das gibt's nicht. Warum hat es die so zerschnetzelt? So. Okay, ich mach die Ishimura wieder ganz. So, und du sitzt hier einfach und trinkst Tee. Ja. Und schon ist wieder alles in Ordnung auf der USG Ishimura auf der Com Array. Ich glaube, diese Crabs dringen in die Körper ein und erschaffen noch mehr dieser Crabs. Habe ich zumindest das Gefühl. Muss nicht sein. Kann sein. Aber muss nicht sein. Auf zur Werkbank. So, die Rig vielleicht erweitern. Nein, habe ich schon gemacht. So, da haben wir gar keine Knoten. Was will ich hier? So, weiter oben gibt es einen Audiolog. Den hören wir uns gleich an. Passt auch noch in diesem Video. Supi. Das sollte ein Lift darstellen. Okay, hören wir es uns an. Ist ganz wichtig.
Logbuch der Kommunikationszentrale, First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nicht zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Diese Sau. Eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday, Mayday. Ja, zeig's ihnen. Hier ist die USG Ishimura. Hier ist... Verfluchte Scheiße. Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Oh. Jetzt reißt, wir treten ihm so richtig in den Arsch, falls er nicht schon tot ist. Bis gleich.